Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir spielen weiter, ist schon etwas länger wieder her. Genau, wir haben das letzte Mal diese Unterwasserbasis gefunden. Zur Info für euch, ich habe eine Aufnahme angefangen, aber die musste ich leider abbrechen. Deswegen kann sein, dass wir jetzt noch ein paar andere Sachen haben. Ich werde euch gleich alles in Ruhe gerne mal erklären. So. Genau. Und zwar haben wir hier einmal, genau, Ursprung des fremden Notrufs. Ich weiß nicht, ob wir das schon in der Folge hatten, wo das online ist. Auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach diesem Parallelprozessor. Den finden wir entweder da drüben bei dem Schiff oder da. Ich denke mal eher da. Wir haben übrigens, was ich noch zu sagen hatte, ich habe den Lasercutter gefunden, also das letzte Teil dafür. Und den habe ich auch schon gemacht. Hier. Das habe ich alles aufgenommen in der letzten Folge, nur, also die, nicht die, die online ist, sondern halt einfach so aufgenommen. Nur das Problem war, die Aufnahme war kaputt. Ich weiß nicht wieso, ich konnte sie abspielen, aber sie war dann auf einmal kaputt, sie ging nicht mehr. Deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal einmal neu. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ich werde zwischendurch, falls mir auffällt, nochmal werde ich das erklären, warum ich das habe zum Beispiel. Das war jetzt aber nicht viel. Es war halt wie gesagt nur der Lasercutter jetzt und halt eventuell noch das da unten. Da weiß ich aber nicht, ob wir das vielleicht schon in der letzten Folge hatten. Da wollte ich aber noch hin. So, gehen wir jetzt erstmal rein. Genau, ich wollte einmal kurz Wasser machen. Da. Prima. Und dann direkt nochmal. Genau, jetzt habe ich nämlich auch wieder Zeit, Subnautica-Folgen aufzunehmen. Wir trinken das mal einmal. Perfekt. Ich hab's reingelegt. Oh Gott. So, ich habe jetzt auch wieder dementsprechend. Achso, genau. Wir müssen nämlich einmal darüber. Da könnten wir eventuell den Parallelprozessor finden. Zur Delta-Station, dahinter dann zu dem Schiff. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall müssen wir dahin. Genau, da unten ist die Basis von der Frau. Wir müssen aber zum Anleger, zur Delta-Station und dann noch dahinter. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir nicht angegriffen werden. Ach so, und ich habe, das weiß ich auch nicht, ob ich das vielleicht in der Folge gemacht habe, die mir kaputt gegangen ist. Ich habe Reparaturwerkzeug mir gecraftet und damit die Seebahn hier repariert. Das Problem ist, die Aufnahme ging um die 19 Minuten. Ja, da vorne müssen wir lang. Um die 19 Minuten. Da weiß ich halt nicht, was da jetzt alles. Oh Gott. Hilfe. Lieber weg. Da weiß ich halt jetzt nicht, wie viel ich da noch drin gemacht habe. Das ist ja jetzt auch schon länger her. Heute ist der 7.6. Und die Folge habe ich am 27.05. aufgenommen. Was ich auf jeden Fall schon mal teasern kann, ist, es wird Star Trek Resurgence geben. Ich habe das Ganze vor einem Jahr gespielt. Da kam es im Epic Games Store raus. Nur da gab es keine deutschen Untertitel. Und ich habe gesehen, es gibt jetzt seit Oktober oder so oder November schon deutsche Untertitel. Deswegen wollte ich das nochmal genießen. Und es kam auf Steam raus. Das kommt dann auch nochmal als langen Video-Format quasi. Genau, wir müssen jetzt einmal hier hin. Da können wir, genau. Perfekt. Ja, den brauchen wir. Perfekt. Fragment eines Parallelprozessors. Das ist nice. Okay, das ist wirklich nice. Ach so. Und ich habe dieses Kreislauf-Tauchgerät. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge, die online ist, gemacht habe. Ja, hier können wir einmal rein. Ja, wir müssen gleich einmal auftauchen, weil und sonst geht uns der Sauerstoff aus. Hier ist eine Batterie. Perfekt. Parallelprozessor. Paralleluniversum, nein. Das erinnert mich an Terra Firma, also Star Trek Discovery, so Paralleluniversum. Finde ich immer cool, wenn es so Filme oder Serien damit gibt. Als Beispiel jetzt nur. Gucken wir mal einmal einatmen. Ja gut, das brauchen wir ja jetzt nicht. Aha. Gott, wo geht's denn hier überall lang? Es gibt versiegelte Versorgungskisten. Ach du Scheiße. Herrenstab? Lol. Ah, für ein für einen Kernreaktor, ja. Ja, ich guess, die gab's ja in Subnautica 1 auch. Na, gucken wir mal. Nee, wait. Das Ding können wir auch aufschneiden, ne?
Vielleicht geht's ja auch noch weiter. Ich hoffe, wir verballern jetzt nicht einfach so wahllos die Energie. Das hat uns gar nichts gebracht. Ja, wir müssen noch irgendwo so ein Dings finden. So ein, ach, wie heißt das? So ein Wandschrank, sag ich mal, ne? Da ist der letzte dran, weil zwei, meine ich mich zu erinnern, dass es zwei Stück davon irgendwo hier gab. Wir fahren mal zwei Stockwerke hoch, würde ich sagen, tatsächlich sogar, weil hier, oder? Aha. Oder kann man da nicht einfach rein? Ah, lol. Okay, ich will nichts gesagt haben. Was heißt nichts gesagt? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Gut, wir gehen zurück. Ich denke mal nicht, dass das hier ist. So, also ich habe jetzt gerade einmal nachgeguckt. Man soll anscheinend noch weiter runter. Also es gibt noch einen zweiten Teil der Mercury. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Anscheinend wurde die auseinandergerissen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zurück und gucken, dass wir jetzt in dieser Folge uns als Ziel setzen, einfach nur diese Prozessor-Unit da bekommen. Ja, genau, weil das Wrack wurde hier auseinandergerissen. Wow, was ist das denn hier? Sieht aus wie so ein... Okay. Also unter 200 Meter soll das wohl sein. Müssen wir natürlich Glück haben, das zu finden. Was ist das? Jo. Da. Ah, guck mal, ja. Und jetzt müssen wir eine Tür finden an der Seite. Transstatus Soul. Ja, Soul System ist ja unser. Zumindest in Star Trek. Ich weiß nicht, gilt der Name auch so? Also, ich meine jetzt als, also so, aha, guck mal. Ich meine jetzt als, ich sag mal so, like wissenschaftlicher Begriff oder so. Scannen. Riesenseerosenwurzel, ah ja. Ey, hier ist der Kernreaktor, perfekt. Ich habe das kurz gar nicht gecheckt, ich habe erstmal überlegt, wie heißt der nochmal, Kernreaktor, Bioreaktor, wie? Aber ja. Ja gut, die gehen ja auch schnell. Oh, perfekt. Mercury. Jasmin, ja, da gucken wir gleich einmal rein. Wir sind aber hier wegen der Prozessor-Unit. Wir nehmen auch tatsächlich das Ding mit. Kupfer, das können wir ja selbst noch. Gott, wie sich das anhört. jetzt müssen wir nochmal gucken. Was ist das alles hier? Wieso sind die alle versiegelt? Oh, Synthetikfasern. So, dann machen wir da jetzt mal ein Loch rein. Okay, weg. Okay, ich dachte eigentlich nur, das wäre so ein kleiner Raum, aber... So, gucken wir mal hier. Ach Quatsch, nicht hier, sondern da unten. Das ist ein sehr großer Raum. Wir müssen auch darauf achten, falls wir was scannen können. Nämlich hier... Oh, das Aquarium. Das Aquarium, oh mein Gott. Lebensform Zuchtbehälter. Okay, das ist cool. Sorry. Wir gehen mal hier runter. Ah, hier sind wir. Nee. Ja, da ist sie. Okay, perfekt. Wir haben den Parallelprozessor. Da müssen wir nur noch hier erkunden und dann. Stimmt. Wir sind eine Frau. Das habe ich tatsächlich ganz vergessen, Junge. Wie groß ist dieses Schiff? Jetzt mal for real. Wie groß will man Schiff machen? Die, ja. Ehrlich, ja, okay, hier geht's noch lang. Ja, okay. Sorry, Digga, wie lang? Wie lang, wie weit? Ja, okay. Ja, zum Glück geht's hier nicht lang. Also, ich meine, jetzt wirklich zum Glück, weil es viel zu viel. Crewkabinen. Oder irgendwie, ja, doch, Crewkabinen. Hier ist aber ein Garten. Aber wir haben hier wenigstens gut viele Batterien. Die Ace. Was war das? Ich weiß es nicht. An die Decke gucken. Gut. Das ist sehr interessant. Jo. Ich verliere schon eigentlich gerade den Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Jetzt müssen wir mal zurück wegen unserer Sauerstoff.
Oder auch nicht. Guck mal, habe ich doch richtig gesehen, dass da so eine Pflanze war. Habe ich mir schon gedacht. Hier geht. Warte mal. Nee. Gott, wo geht's lang? Oh, oh. Ich weiß gerade ehrlich. Ah, da, okay. Puh. Ich dachte gerade schon. Ich wusste nicht mal, wo es lang geht, ne? So, prima. Gucken wir mal. Die Musik ist auch wieder richtig nice. Die passt richtig. Okay, das Ding können wir cuttern. Ja, ich weiß. Alles gut, ich weiß. Chinesische Kartoffel, perfekt. Oh, 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 oh. Nee, hä? Was sind bitte chinesische Kartoffeln eigentlich? Oxygen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Leute. Das wird... Okay, doch, schaffen wir. Einmal bitte vollladen. Wir brauchen dringend die Tauchflasche mit ultra-hoher Kapazität. Das Problem ist, dafür brauchen wir die Modifizierungsstation. Und die haben wir nicht. Ja, wie viel gibt es denn hier? Jetzt mal ernsthaft. Das ist doch nicht mehr normal. Hier konnte man irgendwas scannen. Junge, wie viel? Ja, okay, sorry. Da ist auch nochmal Parallelprozessor. Gut, haben wir ja schon. Ist das, das ist die Brücke, ne? Denke ich mal. Jukebox. Stimmt, die gibt's ja hier auch. Vielleicht finden wir die sogar hier drin, das wäre cool. Weil dann können wir Musik spielen, später in der Base. Ich denke mal, die nächste Folge werde ich mich dann auf Base-Building konzentrieren. Ich werde mir dann die nötigen Ressourcen dafür formen und dann bauen wir nur eine Base zum Beispiel. Oder so. Gucken wir mal. Hier geht's noch lang. Ah, warte, ich habe gerade vergessen, da gibt's noch eine andere. Gut, dann gehen wir nämlich wieder zurück. Lüftungsschacht drin. War das hier? Ja, hier war das, genau. Seht her. Ah, lol, hier sind wir. Ja, gut, das brauchen wir ja jetzt nicht. Das Ding brauchen wir nicht. Weil das ist ein geiler Brennstab. Gut, das reicht auch. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Und dann bauen wir den. Wir können den ja schon bauen eigentlich, glaube ich. Oder wir können auch nachgucken. Das wird jetzt wieder knapp. Ne, das schaffen wir, alles gut. So, dann würde ich sagen, wir gehen zurück zu unserer Heimat. Und ja. Wo müssen wir? Da. Boah, tschüss. 1300 Meter, das ist schon weit. Ja, noch 120 Meter. Bin mal gespannt, was wir jetzt noch für die Parallelprozessor-Einheit-Dingsbums da haben müssen. Weil ich denke mal, dass das jetzt nicht einfach nur aus Titan oder so besteht. Gucken wir mal. Gehen und jetzt rein. Perfekt. Seid ihr ready? Gold, Silber, erst haben wir das? Nein, wir haben gar nichts davon. Perfekt. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Ich überlege gerade noch. Genau, die Kernbrennstäbe packen wir nochmal einmal weg. Dann bauen wir, oder in der nächsten Folge machen wir so einen Mix, fangen mit der Base an. Packe ich sie nämlich schon mal hier drauf. Gut verbrauchter Kernstab, brauchen wir auch nicht mehr. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge Subnautica Below Zero. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Ist überall verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.